Hey, willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns, wie man sehen kann, von Lego Technik den Race Truck an, den Pullback. Der kostet von Lego aus her 20 Euro. Das ist schon für die 22 Teile ziemlich fair für, also finde ich einen okayen Preis, wenn wir vergleichen mit, was die letztes Jahr als 20 Euro Pullbacks rausgekommen sind. Die hat nämlich nur schlappe 120 Teile, also ungefähr die Hälfte der Teile. Also für Lego ist das hier Top-Preisentwicklung. Ich finde 230 Teile, 20 Euro Lego, dann kommen die Rabatte drauf. Finde ich das auch okay. Und dann liegen wir im Markt so bei 16, 15 Euro. Wir haben für 16 Euro Thrift Toys gekauft. Man kriegt ihn auch für 15 Euro bei Amazon. Also für 15 Euro liegen wir da pro Teil bei knapp 7 Cent irgendwo dazwischen. So 6,5 Cent um die Ecke. Ja, nochmal ist die Setnummer 42104. 7 Plus. 2 in 1, natürlich ist hier nur die Einanleitung drin, aber ja. Jetzt sind wir in den Racetruck. Hier wird Pullback erklärt. Diesen komischen Ding sieht man hinten noch. Der Racetruck finde ich okay, hat mir jetzt nicht so angetan, aber das hat mir jetzt angetan. Da kommen wir gleich dazu. Hier nochmal die selben aber immer hier. Instruction, die scheint auch nochmal die besondere sein, wo man ein bisschen drehen kann. Vielleicht gucken wir die mal an. Von hinten sieht man dann das B-Modell hier auch noch. Und der Flitzer, der hat mir angetan. Hauptsächlich hat es für ihn geholt, den finde ich cool. Ich denke, wir bauen aber erstmal den Racetruck und dann den hier als Zeitmodell. Vielleicht, nee, gar nichts, wir kommen nicht rein. Die Anleitung gibt es natürlich wieder online. Für den zweiten. Schade, dass er nicht da drin ist, aber okay. Ja. Machen wir nochmal auf den kleinen Karton. Leider ist natürlich bei Lego alles, ups. Habe ich ja richtig rapide mit abgerissen. Alles, Punch Steps. Hier sieht man den Pullback-Motor. Hat noch nie einen von Lego in der Hand, mal gucken, wie der ist. Hat noch nie generell einen Pullback von irgendeiner Marke in der Hand. Ja, Stickerbogen, den denke ich, lasse ich erstmal ab und gucke, wie es mir mit der ohne gefällt. Wow. Hier haben wir die Anleitung, so ein Monster-Teil dafür, dass das jetzt so klein ist. Und jetzt meinen Karton auch packen, bevor wir weiter auspacken. Technisch ein typisch haben wir hier keine Ausstellung. Aber ist schon keine Volumen. Für den Preis finde ich okay mit noch dem Motor. Gut, der kostet jetzt, ich weiß nicht, wie viel Lego in der Kalkulation kostet, wahrscheinlich 4-5 Euro. Produktion sind wahrscheinlich sogar 1-2 Euro. Also 1 Euro, sagen wir mal. Teilliste, hier das gesamte Technik-Lineup, habe ich euch ja vorgestellt. Den, mal gucken, wahrscheinlich holen wir da, weiß ich nicht, den gucken wir uns an. Den hole ich mir nicht, aber ist auch ein cooles Modell für 20 Euro, ungefähr gleich viel Teile. Ich kann mal kurz checken, da haben wir ihn. Also, wenn es jetzt auch noch öffnet. Das ist Müll, holt es nicht. Holt es vielleicht nicht. Ja. 2-3 Teile mehr, glaube ich. Oder weniger, also. Auch gut. Also, für, wenn ihr Kinder habt zum Spielen, die beiden Dinger, die vier Junge, das Kind hat Spaß ohne Ende. Der hier ist einfach genial. Holt, könnt ihr einfach mal so holen, am Schreibtisch stellen oder so. Ja, hier nochmal Live-App-Werbung. Und wir haben dann am Ende. Kurz checken. 67 Seiten, 68 Bausteps. Am Ende passiert ja nicht mehr. Ja, ich würde sagen, ich begebe mich mal in den Bau und melde mich, falls was Besonderes passiert ist, sonst nach dem Bau. Ja, bis gleich. So, den Aufbau habe ich erledigt. Ja, also kommen wir mal jetzt mal zur Anleitung. Die Anleitung wirft absolut kein Problem, Fragen auf. Außer vielleicht, dass man halt das Einzige, was mir ein bisschen aufgefallen ist. Wenn man das hier baut, muss man gucken, dass man den richtig platziert. Weil das sieht man auch nicht mehr. Und man sieht nicht gut, dass der hier unten eingesetzt wird. Aber ansonsten kein Problem. Nur was mich ein bisschen schockiert hat, als ich angefangen habe zu bauen, so direkt, gucken wir mal kurz in die ersten Bausteps rein. Hat mich schockiert, als ich gesehen habe. Na gut, die ersten Seiten haben es nicht. Dass es jetzt den auch in Orange gibt. Erst macht so, ach du Scheiße, warum Nego? Aber. Spoiler, ist es gut, dass er verbaut ist. Da ist mal sinnvoll, dass er in einer komischen Farbe ist. Müssen wir die richtige Stärke stellen. Hier die paar Bonusteile. Ja. Okay. Ja, das hier, man sieht schon, ist halt nicht stabil, aber es ist halt mit Parksen und Stangen zusammenachsen und wie heißt denn Dinger? Liftarm zusammengesetzt. Das, ich habe doch ein paar Sticker aufgegeben, ich gehe, weil es sieht sonst ein bisschen traurig aus ohne Sticker. Die Flaggen können wir wenigstens mit drucken. Dass man dem Set nicht macht, verstehe ich. Ja, okay. Hier haben wir dann unseren Pullback Racetruck. Ich muss sagen,
für den Scale, den sie haben, hier noch die Sticker, die Barbara aufklebt, haben sie ihn gut getroffen. Alleine wie hinten, kann man das irgendwie erkennen, ein bisschen noch die Scheife da reinbringen. Der Motor sitzt hier und da ist so ein bisschen Freiraum und das passt schon ziemlich gut für so einen Racetruck. Wenn ihr den kennt, kommt euch das schon ziemlich bekannt vor. Dieser riesen Spoiler ist halt beim Racetruck so, auch wenn er normalerweise noch ein bisschen höher irgendwie so hier hängen müsste, aber das ist schon ganz gut. Hier haben wir auch die, ich weiß nicht wie die heißen, diese Pins mit der Achsaufnahme dick hinten. Pin mit Achsaufnahme dürfte es einfach sein. In Orange, die sitzen hier in Orange drin. Die passen mit der Farbe sehr gut, die sitzen hier überall in Orange drin. Ja, an ganz vielen Stellen kann ich das ganz schlecht zeigen. Die sind orange, die passen jetzt in das Modell. So, dann sind hier immer noch die blauen Pins drin. Die stören. Das Rot, das finde ich noch okay. Aber kommen wir zu meinen krassen Features von dem Set. Wir haben eine Tür, die geht auf. Auf beiden Seiten natürlich. Ja, da wollen wir nicht merken, weil natürlich aufgeht. Und krasses Spielfeature, man kann den Motor aber aufmachen, wo kein Motor sitzt, weil der hinten ist. Auch im echten Truck sitzt der hier. Ein bisschen blöd zu bauen, beim Bau muss man aufpassen, wenn man die Schläuche hier anbringt, macht die Tür auf und setzt den Schlauch so ein und biegt ihn dann weg. Wenn die Tür zu ist, könnt ihr es vergessen. Die Tür wird halt voreingebracht, die hätte man nachher einbringen können von Lego und dann wäre es kein Problem. Aber hier, auch Metallic, Auspuff, da hoch. Richtig cool. Hier auch nochmal von diesen Teilen, ich mag die. In der Schlussstange, das sieht cool aus. Der Motor müsste halt dafür hier, also der Motor müsste hier sitzen eigentlich, damit die Schläuche passen. Aber er sitzt hier. Den hätte man auch nicht umbauen können. Das ist das Problem an Lego. Also, an diesem Motor, den kannst du nicht da setzen und dann über eine Axt. Also, du könntest ihn ganz aufwendig, dass nur der größer wäre, über Zahnräder da verbauen. In diesem Technikmodell ist kein einziges Zahnrad verbaut. Das ist eigentlich eine Konstruktion und wir haben den Motor reingeknallt. Ein bisschen stört mich auch diese roten Achsen. Knallt die alten grauen da rein und dass die Riesenachse, die hier einmal quer durchgeht, gelb ist. Why? Aber da dieses Modell jetzt nicht mega Ausstellungsstück ist bei mir, würde ich das nicht tun. Wenn das jetzt ein großes wäre, würde ich vielleicht gucken, ob ich alte Teile habe und die dann upgrade. Von unten sieht man ein bisschen die Flut, aber eigentlich hast du Orange hauptsächlich drin, dann die ganzen komischen Pins und Achsfarben und noch ein Gelb und ein bisschen Grau da drin. Hält sich in Grenzen von der Farbe, wenn man die Pin-Achsen rausnimmt. Hier auch nochmal in Metallic. Die. Cool. Aber kommen wir nochmal zum wichtigsten Teil. Wir müssen ja auch sein größtes Feature zeigen. Jetzt kann ich ihn aufziehen. Hat auch Wumms. Das Lego ist, geht da nichts kaputt. Also zum Spielen mit dem hier, ein bisschen Rennen, da holt man sich mit Drax dazu, kann man so ein Rennen zwischen den beiden machen. Als Kind, also da hat man Spielspaß, der ist nicht schlecht. Also zum Spielen gut geeignet. Cooles Modell. Ich begebe mich dann mal an den Bau von dem B-Modell und melde mich, wenn ich den gebaut habe und im Vergleich zu ihm, also was mir besser gefällt. Ich würde sagen, bis gleich. So, das B-Modell habe ich dann. Das B-Modell habe ich auch mal verendet. Das Sticker habe ich mir nicht aufgebracht, aber hier habe ich wirklich mal überlegt, sie aufzubringen. Aber am Ende habe ich gedacht so, nee, muss nicht sein. Dann übrig geblieben sind ein paar Teile, so zwei Stangen. Ein Liftarm, Connector, 3, 4, 5, 5, 6, 7. Aber finde ich, ist relativ wenig für so ein Set. Von daher bin ich damit zufrieden. Also ich bin mit dem B-Modell wirklich ziemlich zufrieden. Hier kommen wir zu dem kleinen Stand, der dabei ist. Ja, man sieht nichts Besonderes. Hier unten ein bisschen gebaut, dass es steht. So. Also das habe ich daran gebaut. Ich kann mal kurz zurückrüsten. Wie es laut Anleitung ist, sieht es so aus. Ich fand das mit dem Finish da ein bisschen besser. Hab mir noch ein bisschen Teile untergebracht. Die sind natürlich sonst auch über Teile übrig sind. Fürs Feld ist es nicht immer schlechter, aber ja. Das Ding ist eh das Unwichtige bei diesem Set. Ich glaube auch nicht, dass Kinder, wenn sie mit dem Set spielen, besonders darauf achten. Kommen wir aber zu dem Modell, was man jetzt, also zum wirklichen B-Modell. Und hier haben wir den kleinen Flitzer. Vom Einsitzer. Natürlich erstmal wichtige Eckdaten. Er ist genauso wie im Pulldeck ausgestattet. Der funktioniert genauso gut beim Auto. Die Handmodell an sich ist natürlich das B-Modell. Wenn das das A-Modell wäre, hätte man hier noch ein bisschen rausholen können. Hätte man hier noch
eher orange Teile einsetzen können. Ja, je nachdem, dann wäre es auch zu schwer, wäre es morgen gewesen, ist ja klar. Aber als ich finde sogar, dass das mit von Lego fast der beste Formel 1-Wagen ist, den sie je gebaut haben. Bis heute. Weil die von Lego fand ich meistens so, ja. Bei der Bauanleitung ist natürlich nicht gedruckt dabei, ist ein VMA-Modell dabei. Aber die kriegt man ja bei Lego online einfach, kann sie runterladen. Ich fand die war manchmal ein bisschen komisch. Nicht so schön zu sehen, wo du es jetzt reinpacken musst. Guckst du kurz im Modell, vergleichst ein bisschen. Das ist kein Problem, das zu finden. So. Es gibt noch die Live-App-Variante, aber darauf hätte ich keinen Bock, da kannst du meistens noch drehen. Das ist gar kein Problem sein. Als Modell, ja, hier vorne, ein bisschen Front-Spoiler gebaut. Hier so hoch. Heckspoiler hinten. Hier oben diese Finne für den Motor. Sogar ganz gut angedeutet. Mit Halo sogar. Und die Seitenkästen, finde ich, die sind gelungen. Hier mit dem Panel oben und dann hier unten über mehrere Liftarme über Eck hier gebaut. Ich finde, die sind gelungen. Natürlich hier ist sehr viel offene Luft. Ne, also. Ein bisschen blöd. Aber. Man kennt mal so lange. Von daher. Tipptopp. Ja. Ich finde das auch eindeutig besser als das A-Modell. Also ich lasse den auch so. Könnt ihr mal schreiben, was ihr besser findet von den Modellen. Ja, hier hinten die Rohre auf beiden Seiten finde ich ein bisschen komisch. Aber ja. Natürlich der Motor, das ist ja auch richtig schön, so wie so ein Motor halt im Heck sitzen muss. Ja, also das ist mein Favorit dabei, Modelle. Ja, schreibt eure Meinung zum Set generell in die Kommentare. Und ja, ich finde für die 65 Euro, wo man es rumkriegt momentan, vollkommen fällt jetzt der Deal. Naja, wenn ihr jetzt über das Abo da, wenn es euch gefällt, dann ein Like. Bis zum nächsten Mal. Immer schön weitermachen.